Willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute 5 Rezepte für euch mitgebracht und zwar 5 Frühstücksrezepte für die kalte Jahreszeit, weil es ist jetzt Herbst, es ist kalt, bald ist Winter. Ich finde, es gibt nichts Besseres als ein richtig cozy Frühstück am Morgen. Schon mal vorweg, die 5 Rezepte sind alle pflanzenbasiert und das sind alles süße Rezepte. Ich hoffe, es ist was für euch dabei. Schreibt mir aber gerne mal unten rein, was euer Favorit ist und was ihr gerne mal ausprobieren wollt. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mit dem ersten Rezept an. Das erste Rezept, was wir testen, ist ein Chai Spice Chia Pudding mit gebackenem Obst. Und ich würde sagen, fangen wir direkt mal mit dem Chia Pudding an, weil der ein bisschen durchziehen muss. Für eine Portion benötigen wir ca. 45 Gramm Chiasamen, 250 Milliliter Milch, bei mir gab es diese Hafermilch dabei, und noch einen Teelöffel Ahornsirup oder einfach eine Süße eurer Wahl. Gewürzt habe ich das Ganze dann mit einem Teelöffel Zimt, einem halben Teelöffel Kardamom. Ich mag Kardamom mega gerne, deswegen habe ich da jetzt nicht gegeizt. Wenn ihr es nicht so gerne mögt, nehmt aber auf jeden Fall was weniger. Und dazu kommt dann noch eine Messerspitze Ingwerpulver. Ich lasse den Chia-Pudding jetzt quellen. Wenn man nur eine schöne Textur will, rührt man den alle paar Minuten mal um. Es geht aber tatsächlich relativ schnell. Man kann es aber auch gut über Nacht machen und dann einfach morgens nochmal gründlich verrühren. Jetzt würfel ich noch den Apfel. Den gewürfelten Apfel habe ich dann mit etwas Wasser auf mittlerer Hitze erwärmt. Zimt durfte hier natürlich auch nicht fehlen. Hier nur eine kleine Side Note, dass der Chia-Pudding natürlich sehr viel Wasser bindet, also auch in eurem Körper. Und deswegen kombiniere ich den auch ganz gerne einfach mal mit Joghurt oder mit Smoothie Bowls. Und ja, muss man einfach für sich herausfinden, wie gut man den verdauen kann. So, ich habe die Äpfel jetzt ein paar Minuten lang was Wasser köcheln lassen. Die sind jetzt warm und weich. In der Zeit ist der Chia-Pudding auch fertig geworden. Also der braucht wirklich nicht lang. Ich habe den ab und zu nochmal umgerührt und der hat jetzt ungefähr so eine Konsistenz. Also wirklich perfekt für Chia-Pudding, würde ich sagen. Dazu gab es bei mir noch Haselnussmus und ich würde auch sagen, dass das Nussmus nicht optional ist, ehrlich gesagt, weil das hat einfach noch so viel ausgemacht. On top gab es dann noch gehackte Mandeln und Walnüsse und noch ein paar Haferflocken, aber die waren jetzt ehrlich gesagt mehr zur Deko. Man hat sie nicht rausgeschmeckt. Und hier seht ihr den fertigen Chai Spice Chia Pudding. Ich war ja echt positiv überrascht. Ich habe schon öfters Chia Pudding gemacht, aber für mich war das immer ja mehr ein Sommerding, aber ich muss echt sagen, mit der Gewürzmischung war es so, so lecker und mega gut für die kalte Jahreszeit. Weiter geht es mit diesem leckeren Frühstücksmuffins bzw. Baked Oatmeal Muffins mit Apfel. Das ist meiner Meinung nach das perfekte oder das beste Meal Prep Rezept aus diesem Video, vor allen Dingen für kalte Tage. Insgesamt machen wir 12 Muffins und dafür brauchen wir 270 Gramm Haferflocken. Bei mir war es halb-halb grobe und feine Haferflocken, aber ich glaube, das macht keinen großen Unterschied. Ich hatte halt nicht mehr so viele grobe da. Dazu kommen dann noch 2 Teelöffel Zimt, 1 Teelöffel Backpulver. Hier mal kurzer Einschub, bringt Backpulver eigentlich was bei Haferflocken oder funktioniert das nur mit Mehl? Ich habe mal versucht, das zu googeln und habe irgendwie nicht was gefunden, habe es jetzt einfach mal mit reingetan. Dann kommen noch 350 Milliliter Milch dazu. Ich habe Hafer-Mandel-Drink genommen. Dazu kommt dann noch 350 Gramm ungesüßtes Apfelmus. Bei mir war das dann das ganze Glas. Das Ganze habe ich dann noch ein bisschen mehr gesüßt mit 3 Esslöffeln Ahornsirup. Ich muss aber sagen, es war schon sehr süß. Also durch die Hafermilch, die ja auch so süß ist, hätten, glaube ich, auch 2 Esslöffel gereicht. Dazu kommt dann noch eine Prise Salz und dann wird der Teig gründlich verrührt.
Für die Füllung habe ich außerdem noch 1,5 Äpfel gewürfelt. Meine waren recht klein. Ich glaube, wenn ihr einen großen Apfel habt, reicht auch auf jeden Fall ein großer Apfel. Bei mir waren es im Endeffekt so 150 Gramm. Zusätzlich habe ich noch 60 Gramm Nüsse grob gehackt. In dem Fall gab es Mandeln und Walnüsse. In einer größeren Rührschüssel habe ich dann die Äpfel, den Teig und die Nüsse vermengt und im Anschluss das Muffinblech mit Form ausgelegt. Einfach damit der Teig nicht festbackt. Ihr könnt auch die Form einfach einfetten vorher. So ist jetzt das fertige Blech. Der Teig hat auch komplett gepasst und die kommen jetzt in den Ofen. Den Ofen hatte ich vorher auf 180 Grad Umluft vorgeheizt und habe die Muffins 25 Minuten gebacken. Die sehen so gut aus. Nice. Lecker. Die Muffins sind abgekühlt und ich würde sagen, wir probieren jetzt direkt mal welche und servieren das Ganze mal. Die Muffins gab es dann bei mir mit Joghurt, Granatapfel und Kokosflocken. Und ich muss sagen, es ist zwar erst November, aber das Gericht sieht so weihnachtlich aus und macht mir richtig Vorfreude auf Weihnachten. Die Muffins sind fertig und es sieht so lecker aus. Vor allen Dingen hatte ich noch ganz viel Granatapfel übrig und habe das jetzt mit Joghurt und Kokosflocken serviert. Und jetzt bin ich sehr gespannt, wie es schmeckt. Es sieht nämlich so gut aus. So sieht es von innen aus. Richtig gut. Krass. Die Textur ist schon sehr weich. Also es geht mehr so in eine... Es schmeckt wie so ein festes Porridge. Richtig gut. Ehrlich gesagt bereue ich es gerade, dass ich den eben nicht warm gegessen habe. Weil ich glaube, warm mit dem Joghurt, dadurch, dass der so juicy ist, schmeckt der auch aufgebacken richtig gut, weil der nicht so trocken wird. Hoffentlich. Macht es auf jeden Fall nach. Also es ist, glaube ich, das perfekte Meal Prep. Ich werde auf jeden Fall noch einen gleich essen. Wir haben noch super viele Äpfel übrig und da habe ich mir jetzt was überlegt und zwar ein Toast mit gebratenem Apfel. Ich glaube, das könnte sehr lecker sein und ich habe das noch nie gemacht, aber wir probieren das jetzt mal aus. Einfacher könnte ein Rezept, glaube ich, nicht sein. Für einen Bratapfeltoast habe ich einen kleinen Apfel in kleine Würfel geschnitten und dann habe ich in einer Pfanne etwas Kokosöl erhitzt auf mittlerer Hitze und den Apfel darin gebraten. Nach ungefähr 5 Minuten habe ich auch noch einen Teelöffel Zimt dazugegeben und einen halben Teelöffel Kardamom. Ungefähr so sah der gebratene Apfel dann nach ca. 10 Minuten aus. Probiert einfach mal ein Stück und wenn euch der Apfel weich genug ist, könnt ihr den servieren. Ich habe jetzt dieses Walnuss-Sauerteigbrot angetoastet. Das ist so lecker, da sind auch Cranberries drin, Walnüsse und es passt perfekt. Auf das Brot habe ich dann weißes Mandelmus gegeben. Ich finde, das passt richtig gut, weil das so ganz bisschen in die Marzipanrichtung geht. Aber ehrlich gesagt stelle ich mir jedes Nussmus. Nutella ist eigentlich egal, es wird alles gut schmecken. Dann kam da einfach der gebratene Apfel drauf. Ja, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie gut das gerochen hat. Und ich hätte da jetzt echt schon wieder Lust drauf. Fertig ist unser Bratapfeltoast. Sieht richtig lecker aus. Ich habe richtig Hunger und ich freue mich jetzt, das Ganze mal zu probieren. Sieht so gut aus. Wow, das ist so lecker. Ich habe jetzt noch keine Süße drüber getan, weil mein Apfel sehr süß war. Aber ich glaube, dass Ahornsirup richtig gut passen würde. Dann ist es wirklich fast schon wie ein Kuchen. Weiter geht es mit einem Haselnussporridge. Dafür benötigen wir 50 Gramm Haferflocken. Ich habe da noch 10 Gramm geschrotete Leinsamen und einen Teelöffel Lebkuchengewürz hinzugegeben. Dann habe ich 20 Gramm Haselnüsse gehackt. Ich muss ja sagen, roh sind Haselnüsse nicht wirklich meins, aber so kombiniert in Gerichten mit Haferflocken, als Nussmus oder vor allen Dingen in Plätzchen, finde ich es richtig lecker. Die Haselnüsse habe ich dann ungefähr ja, so grob gehackt und mit in den Topf gegeben. Dazu kommen dann noch ca. 300 ml Wasser und wer mag, kann auch noch, wie ich, 2 Teelöffel Kokosflocken dazugeben. Damit das Ganze milchig und cremig wird, kommt bei mir noch Haselnussmus rein. Ihr könnt da im Prinzip jedes beliebige Nussmus nehmen. Haselnuss passt hier halt eben am besten. Ich habe ungefähr 2 Teelöffel dazugegeben und das Ganze dann gründlich verrührt.
So wie es jetzt ist, könnt ihr es im Prinzip auch als Overnight Oats ziehen lassen. Oder wir kochen es eben, wie ich es jetzt mache, kurz auf. Ich erwärme das Ganze jetzt ganz langsam auf mittlere Hitze, weil ich finde, Porridge schmeckt am besten, wenn man das wirklich nicht kocht, sondern einfach langsam erwärmt. Zu dem Porridge habe ich mir dann noch Obst gebacken. An dem Morgen gab es bei mir eine gebackene oder zwei gebackene Pflaumen. Dafür habe ich die dann einfach halbiert, entkernt, mit Zimt bestreut und bei 180 Grad Umluft ca. 25 Minuten gebacken. Ich habe sie jetzt im Airfryer gebacken, deswegen wird die Backzeit wahrscheinlich je nach Heißluftfritteuse oder Ofen variieren. Noch schneller wäre es sogar, wenn man das Obst einfach in einer Pfanne karamellisiert. Das finde ich auch immer mega lecker. Fertig ist das Haselnussporridge. Es war wirklich so lecker und ich finde, Obst backen oder auch braten ist irgendwie perfekt für so kalte Tage. Ich liebe das total. Jetzt zeige ich euch, wie ich diese leckeren Lebkuchen-Toasted Oats vorbereitet habe. Das ist im Prinzip ein Granola, das nur statt im Ofen in der Pfanne zubereitet wurde. Für die Oats habe ich zunächst 50 Gramm Nüsse grob gehackt. Hier habe ich Mandeln und Walnüsse verwendet. Ich finde, das passt super in die kalte Jahreszeit. Dann habe ich noch 100 Gramm grobe Haferflocken in eine Schüssel gegeben und da kamen noch die gehackten Nüsse dazu und noch 50 Gramm Sonnenblumenkerne. Hier kommt es aber wirklich nicht auf die Zusammensetzung, aber auf die Mischung an. Macht da gerne einfach rein, was ihr mögt. Ich finde einfach, dass die Sachen zusammen sehr gut schmecken. Das ganze Müsli röste ich jetzt erst in einer Pfanne an, weil ich finde halt Granola im Ofen dauert immer richtig lang und verbraucht halt auch, glaube ich, richtig viel Energie. Und jetzt röste ich das erstmal komplett ohne Öl und so ein bisschen an. Für die Röstaromen. Passt beim Rösten wirklich darauf auf, dass ihr das Müsli im Blick behaltet, weil das super schnell verbrennen kann. Und röstet es dann lieber ein bisschen zu wenig als zu viel, weil im Prinzip ist das Müsli auch roh genießbar. Also es geht ja wirklich nur ein bisschen um den Geschmack. Das Ganze ist jetzt leicht angeröstet, deswegen gebe ich jetzt ein bisschen von dem Lebkuchengewürz dazu. Ungefähr ja, einen gehäuften Teelöffel. Das Gewürz röste ich jetzt ein paar Sekunden oder eine Minute ungefähr noch mit an. Also je nachdem, wie heiß die Pfanne ist. Wenn man so ein bisschen mehr zuckerfrei zu haben will, kann man das Müsli auch einfach so machen und gar nicht mehr mit Öl oder Zucker binden. Aber ich mag das ganz gerne. Deswegen kommt bei mir jetzt noch Ahornsirup da dran und ein bisschen Kokosöl. Ungefähr ein halber Teelöffel Kokosöl und 1 bis 2 Teelöffel Ahornsirup. Ich finde, Ahornsirup schmeckt halt auch einfach richtig herbstlich, weihnachtlich. Je mehr Sirup und Öl ihr an das Müsli gebt, desto mehr karamellisiert das Ganze natürlich auch und desto mehr chunky wird das Ganze, also klumpiger, sage ich jetzt mal. Desto näher kommt es auch an richtiges Granola ran. Ich muss aber sagen, dass ich die Textur so schon ganz gerne mag, wenn es mehr wie ein Müsli ist. Denkt aber dran, wenn ihr das mehr chunky haben wollt, dann macht auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Öl und Sirup dran. So ungefähr sieht es jetzt aus, wenn es fertig ist. Also man sieht, alles ist leicht angeröstet und ist auch ein bisschen karamellisiert und angetoastet. Wer mag, kann jetzt noch Rosinen oder anderes Trockenobst oder Kokoslocken oder sowas dazugeben. Kurz vorm Schluss habe ich dann noch 50 Gramm Rosinen hinzugegeben. Bei Rosinen spalten sich ja so ein bisschen die Geister. Ich finde, es passt richtig gut in die Jahreszeit. Aber ich glaube auch, dass Cranberries oder generell anderes getrocknetes Obst richtig gut da reinpasst. So sehen jetzt die fertigen Toasted Oats aus. Es duftet auch so krass nach Weihnachten hier drin. Richtig schön und ich freue mich, die jetzt gleich schon zu essen. Die Toasted Oats habe ich dann in einer Auflaufform abkühlen lassen und danach waren sie auch wirklich richtig knusprig.
Während das Müsli abgekühlt hat, habe ich dann mir noch Obst zurechtgeschnitten, um das Ganze dann mit diesem Soja-Joghurt zu servieren. Und ich muss sagen, ich habe noch nie Joghurt auf einem Teller gegessen, aber ich habe das auf Pinterest gesehen. Ich fand, das sah irgendwie cool aus und deswegen habe ich es mal so serviert. War aber tatsächlich ganz cool. Also ich finde, es sieht richtig gut aus. Fertig ist das Frühstück. Das ist jetzt Joghurt mit Grapefruit, Kaki und Granatapfelkern und den Toasted Lebkuchen Oats. Ich freue mich gerade sehr darauf. Während ich hier wieder eine Portion von diesen leckeren Muffins esse, verabschiede ich mich an dieser Stelle von dem Video und sage ganz lieben Dank fürs Zuschauen und dass ihr bis zum Ende geguckt habt. Vergesst nicht, euer Lieblingsrezept unten reinzuschreiben und schreibt mir auch gerne mal, ob ihr das Rezept ausprobiert. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!